Hallöte und herzlich willkommen zurück. Oder herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich hoffe, die Musik ist nicht ganz zu laut. Aber das wird sich dann in den anderen Parts sicher ändern. Und ja. Was spielen wir? Ihr seht ja hier schon. Wir spielen ein Pokémon-Spiel. Oh, hallo Flamly. Und wenn ihr Flamly kennt, dann kennt ihr natürlich auch schon die Edition, die ich spiele. So, wir spielen die Höhenregion. Oh, ist doch ein bisschen laut, finde ich, oder? Ja, wir spielen nicht Pokémon Saphir. Wir spielen auch nicht Pokémon Rubin. Wir spielen Pokémon Smaragd Edition. Interner Batterieverbrauch. Spiel kann fortgesetzt werden. Interner Batterie. Hä? Leute, ich bin gleich wieder da. So. Ja, keine Ahnung. Aber. Mal schauen. So, Einstellungen. Stereo. Das ist normal. Rahmen braucht man natürlich auch. Schauen wir mal. Oh, ein Schnee. So, wir nehmen ja den Rahmen, das sieht cool aus. So, Texttempo. Ja, passt schon. Kampfstil passt auch. Gut. So. Denn. Los geht's. Oh, hallo, Professor. Oh, sorry, dass du woanders bist. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Wow, ein Pokémon ist es also. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen. Als Freunde oder als Arbeitskollegen. Woo, Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegeneinander. Gegen anderen von uns aus. Ja, ja, das stimmt schon, das ist klar. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Okay. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Fein, wie heißt du? Also, ich heiße eigentlich wie immer. Der Bernie, ist ja klar. Ich bin immer der Bernie. Der Bernie Baumi. So. Wo ist mein I? Das I muss schon da sein. So, passt. Oh, du bist also Bernie. Ja klar, ich bin Bernie. Oh, okay. Jetzt habe ich es. Du bist Bernie und bist gerade nach Wurzelheim. Mein Heimatort gezogen. Ja, das stimmt. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab ne Mut und schütze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich warte dich dort. Okay, dann gehen wir in das Pokémon-Labor. Wuhu! Hey, was geht hier ab? Dün.
Oh, hallo. Wo bin ich hier? Hallo. Bam, bam. Oh, Wurzelheim. Benny! Wir sind der Schatz! Die Fahrt im Unzugswagen zwischen allen unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Ja, warum muss ich auch hier hinten drin sein, im Lagerfrachtraum? Nun, wir sind im Wurzelheim. Wow, Wurzelheim, cool. Wie gefällt es dir? Das ist unser neues Zuhause. Ich kann doch nicht viel sagen, ich bin ja gerade erst angekommen. Ist das idyllisch? Man kann ja sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Bernie. Lass uns hineingehen. Wow, eigenes Zimmer, cool. Jetzt muss ich nicht mal bei dir schlafen. Siehst du, Bernie? Jetzt ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug. Räumen alles ein und machen sauber. Wow, cool. Das ist doch so etwas von praktisch. Bernie, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an. Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zum Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ja, cool. Hey, hallo. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Gamecube. Cool. Schauen wir gleich mal, ob hier vielleicht sowas drinnen ist. Ja, cool, ein Trank. Das ist ja immer so in der Edition, es ist ein Trank drin. So, die Uhr ist stehen geblieben. Stell sie besser ein und zieh sie auf. So, wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Mit. So, es ist eigentlich eh genau 10 Uhr. Also, passt das so? Bernie, wie gefällt es dir in deinem neuen Zimmer? Gut. Alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest überprüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, cool, mach ich. Notizbuch, Regel Nummer 1 für Abenteuer. Öffne das Menü mit Start. Regel Nummer 2 für Abenteuer. Speichere den Fortschritt, um zu sichern. Die übrigen Seiten sind leer, also habe ich noch nicht viel geschrieben. Okay, ich habe keinen Kasten. Das ist schade. Na gut. Schauen wir mal. Wir haben 3 Minuten gespielt. Sehr schön. Speichern brauchen wir nicht. Gut. Auf geht's. Oh, Bernie, Bernie. Schnell, komm her, schnell. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Da. Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Wow, Papa, hey. Das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Oh, schon wieder vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen. Und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Freunden lebt hier. Professor Berg ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du ihn hinübergehen und dich vorstellen. Okay. Ja, dann sagen wir mal doch mal, hallo, grüß Gott, wer bist du? Hey, was bist denn du für ein Fettsack? Wenn du ein PC benutzt, kannst du dort Items und Pokémon lagern. Die Kraft der Willenswissenschaft ist anbrauend. Ha. Professor Berg verbirgt seine Tage in seinem Labor. Dann rennt er plötzlich nach draußen in die Wildnis, um zu forschen. Wann ist Professor Birk eigentlich mal zu Hause? Ja, ich hab keine Ahnung. So, was ist das hier? Professor Birks Pokémon-Labor. Hallo. Oh, kein Professor Birk. Schade. Was aber letzter? Na, schauen wir mal. In das Haus von Professor Birk. Oh, hallo. Wer bist du? Ja, ich bin der Bernie und bin gerade erst hierher gezogen. Oh, du bist Bernie. Und unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter. Freut sich schon drauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Oh. Bist du die Kleine? Ja.
Papa, hast du schon einen eigenen Pokémon? Nee, hab ich noch nicht. Professor Birk ist nicht da. Hey, da ist ein Pokéball. Hallo? Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Bernie. Du bist heute hergezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich hatte diesen Traum, mein Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Berg, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Danny, und wir Freunde werden. Das ist nicht albern. Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein. Das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Benny, wir treffen uns später. Okay. Aber den Pokéball, den nehme ich mit, oder? Der Pokéball gehört Maike. Lass ihn lieber erster liegen. Nee, den nehme ich jetzt mit. Das ist mein Pokéball. Ich will auch einen Pokéball. Na gut. Hallo. Hallo. Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist. Aber ich bin klar, ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Kleine, ich habe auch kein Pokémon. Hilfe! Wow! Wow! Tick-tack! Tick-tack! Hey! Lass mein Pokémon in Ruhe! Tick-tack! Tick-tack! Hilfe! Du da drüben! Bitte Hilfe! In meinem Beutel! Da findest du einen Pokéball! Okay. Tick-tack! Küken Flemli! Lehmhüpfer! Hydropi! Waldgecko! Gekabor! Hör, wir nehmen Hydropi! Bam, 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 bam! Tick-tack! Tick-tack! Ein wildes Tick-tack! Los, Hydropi! 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 Los, tackle Hydropi! Hydropi! Tick-tack! Tick-tack! Los, tackle! Mach schon! Mach es fertig! Oh, tick-tack! Tick-tack! Ja, das macht nicht. Los, Hydropi! Mach es fertig! Hydropi! Zickzack wurde besiegt. Hydropi erhält 17 Erfahrungspunkte. Wuhu! Puh! Ich habe im Hohengras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh. Hey, du bist doch Bernie. Ja, ich bin Bernie. Aber das ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Bernie. Ja. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. Okay. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Ja klar, sonst wäre er nicht mein Vater. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir dieses Pokémon schenken, das du Papa benutzt hast. Wow, Bernie erhält Hydropi. Willst du Hydropi einen Kosenamen geben? Ja klar, aber wie... das ist so schwierig. Hydropi wird er zu Sumpel. Boah, das ist wirklich schwer. Hängt das mit Sumpf? Sumpfman. Okay, das ist nicht gerade einfallsreich, aber... So, ja. Sumpfman! Ja, Gott sei Dank ist er männlich.
Ja gut. Wenn du dich mit deinem Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Maike studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Bernie, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike... Ja Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss.